Jede Aufnahme, Musikdatei oder Text ist durch das Copyright geschützt. Das ist der Horst. Wenn Horst ein Bild im Internet findet, darf er es nicht ohne Erlaubnis des Urhebers verbreiten. Falls der Urheber nichts gegen eine Verbreitung seines Materials hat, kann er dies mittels einer Creative Commons Lizenz deutlich machen. Horst kann dieses Material jetzt ohne rechtliche Konsequenzen nutzen. Für den Urheber ist die Lizenz einfach zu erstellen und Horst erkennt anhand des Piktogramms sofort, ob er das Bild abändern, nicht kommerziell nutzen, nur mit gleicher Lizenz oder unter Nennung des Autors verbreiten darf.